möchte euch ganz herzlich willkommen heißen zu unserem heutigen Dammerabend. Wer das letzte Mal da war, erinnert sich vielleicht, dass wir damals etwas tiefere existenzielle Fragen gesprochen haben. Es ging damals darum zu gucken, was ist denn eigentlich Materie, was ist Energie, was ist Welt, was ist Wahrnehmung und Bewusstheit. Also Themen, die etwas mit dem tieferen Verständnis der Daseinswirklichkeit zu tun haben und sie beschreiben, aber nicht unbedingt für jeden alltagstauglich ist. Und deshalb dachte ich, dass wir ein bisschen wieder ins Lot kommen, dass wir heute mal wieder etwas besprechen, was sehr nah oder viel näher an unserem Alltag ist. Denn Dhamma umfasst beides. Den Blick von oben aus der Vogelperspektive aufs Ganze und den Blick hautnah auf das, was uns tagtäglich sozusagen umgibt. Und deshalb habe ich auch wieder einmal eine Lehrrede herausgesucht, dass wir nicht nur abstrakt erfahren, der Buddha hat gesagt das, sondern dass wir ihn wieder einmal auch zu Wort kommen lassen. Und diese Lehrrede heißt Cingalacos Ermahnung, die Rede, der Dialog, das Gespräch mit Cingalaco und findet sich in einer längeren Sammlung, wer das nachlesen will. Cingalaco ist ein junger Brahmane, wir werden ihn gleich kennenlernen. Und der Buddha verwickelt ihn in ein Gespräch, das übrigens sehr lange dauert, länger als unser Abend. Und anhand dieses Gesprächs entfaltet der Buddha eine ganze Ethik für den Alltag, eine ganze Ethik für das, was man Laien nennt. Also für Menschen, die Beruf haben, die Familie haben und ja, wie wir mitten sozusagen im Leben stehen. Cingalacos Ermahnung. Die meisten wissen, wie es vor sich geht. Ich werde das ein Stückweise vorlesen und dann kommentieren, dass wir so eine Einführung haben in die Thematik und anschließend haben wir vermutlich genug Zeit, um auch eure Fragen zu beachten und zu beantworten und das Thema aus eurer Perspektive noch zu vertiefen. Das habe ich gehört. Zu einer Zeit weilte der Erhabene in Rajagaham im Bambuspark am Hügel der Eichhörnchen. Da ist Rajagaha genannt, das ist die Hauptstadt des damaligen Königreichs Magadha. Und der Buddha war oft dort, da hatte er ein Stammkloster, kann man fast sagen, war oft da. Und insbesondere eine Stelle ist sehr beliebt, das ist die Futterstelle der Eichhörnchen. Um diese Zeit war Cingalaco, der Sohn eines Hausvaters, zu früher Stunde aufgestanden und aus der Stadt hinweggeschritten. Mit wasserbenetztem Gewande, mit wasserbenetztem Scheitel, die Hände gefaltet, emporhaltend, brachte er jeder Himmelsgegend eine Verbeugung dar. Nach Osten gewandt, nach Süden, nach Westen gewandt und nach Norden, nach unten hin und nach oben hin. Das ist ein Ritual, das hier stattfindet, aber ich sage es gleich, es ist kein buddhistisches Ritual, sondern Cingalaco ist vermutlich ein Brahmane, das heißt, er gehört der damaligen so einen Standardreligion an und er hat, wie wir hören werden, von seinem Vater dieses Ritual gelernt und er macht es jeden Vormittag. Das heißt, er benetzt sich mit Wasser und das ist sozusagen das Bild, das wir heute Abend besprechen. Er gibt den Himmelsrichtungen, den Himmelsgegenden seine Verehrung. Er verbeugt sich vor ihnen. Und wer mitgezählt hat, im Indischen gibt es 6 Himmelsrichtungen. Nicht nur das, was wir kennen, sondern die rechnen immer auch oben und unten dazu. Und Cingalaco verbeugt sich jeweils vor diesen Himmelsrichtungen. Nun hatte sich der Brahmane, nein, der Erhabene, zeitig am Morgen gerüstet, Mantel und Schale genommen und war nach der Stadt um Almosenspeise aufgebrochen. Und das ist nur eine buddhistische Tradition, dass die Mönche und Nonnen der damaligen Zeit, also im frühen Entwicklungsstadium des Dhamma und des Buddhismus, morgens immer in die Städte gegangen sind, in die Dörfer, um ihr Essen zu erbetteln. Und der Buddha macht sich jetzt wie üblich auf seine Tour, wenn Cingalaco seine Tour macht. Da sah denn der Erhabene Cingalaco den Bürgersohn, wie der zu so früher Stunde aufgestanden und aus der Stadt hinweggeschritten war, mit wasserbenetztem Gewande, mit wasserbenetztem Scheitel,
wie er da die Hände gefaltet, emporhaltend jeder Himmelsrichtung eine Verbeugung darbrachte. Nach Osten gewandt und nach Süden, nach Westen gewandt und nach Norden, nach unten hin und nach oben. Bei diesem Anblick hat nun der Erhabene zu Singhalakho, dem Bürgersohn, also gesprochen. Hier passiert was Merkwürdiges, denn der Buddha spricht jemanden an. Das macht er sonst nie, außer bei seinen Schülern. Aber hier spricht er jemanden an, der unter Umständen sonst gar nicht mitgekriegt hätte, dass der ein Buddha ist. Offensichtlich hat der Erwachte gemerkt, dass da Potenzial ist, dass das jemand ist, der auch für tiefere Erfahrungen, für tiefere Einsichten zugänglich ist. Deshalb fragt er jetzt, warum nur bist du, Bürgersohn, so früh aus der Stadt hierher gekommen? Dann kommt der ganze Sermon wieder. Warum machst du das? Warum verbeugst du dich vor den Himmelsrichtungen? Die Antwort Singhalakhos: Der Vater hat mir, als er starb, gesagt, die Himmelsgegenden, mein Sohn, sollst du verehren. Und da bringe ich denn, o Herr, weil ich des Vaters Wort hochschätze und wert halte, achte und ehre den Himmelsgegenden meine Verehrung auf diese Weise dar. Und da haben wir ein praktisches Beispiel dafür, was Religion ist. Man macht's, aber weiß nicht mehr warum. Wenn man gefragt wird, warum machst du es denn, dann kommt die Beamtenantwort, haben wir immer schon gemacht. Ja? In dem Fall, der Vater hat es mir gesagt, ich halte viel von meinem Vater, soll man auch, kann man auch, muss man auch, und deshalb verbeuge ich mich jeden Morgen in alle 6 Himmelsrichtungen. Nicht doch, sagt der Buddha, nicht doch, Bürgersohn, hat man nach edler Sitte den 6 Himmelsgegenden auf solche Weise Verehrung darzubringen. Auch hier sehen wir, wie der Buddha pädagogisch vorgeht. Er sagt nämlich nicht, ach was ein Quatsch, hör auf damit, was machst du für einen Blödsinn. Jetzt hör mal zu, was ich dir sage, das machst du ab morgen. Sondern er knüpft genau da an, wo er Singhalakho vorfindet. Wenn er so eine Verbeugung macht, nur er gibt dem Ganzen jetzt einen anderen Trall. Er sagt, ja, die Himmelsgegenden soll man verehren, aber nach edler Sitte macht man es anders. Und damit ist der Geist Singhalakhos jetzt auf die Spur gebracht. Denn jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder er sagt, ach, lass mich in Ruhe, was willst du denn? Ja? Oder er fragt, was hier passiert, wie macht man es denn richtig? Genau das ist die Antwort. Wie denn aber, o Herr, hat man nach edler Sitte den 6 Himmelsgegenden Verehrung darzubringen? Möge mich, o Herr, der Erhabene, gütig belehren. Und nur dann spricht der Buddha. Ja, das müssen wir uns auch merken. Der Buddha beschallt uns nicht oder beschallt seine potenziellen Zuhörer nicht, wenn die es nicht hören wollen. Nur wenn er merkt, dass da ja Offenheit ist, dass da auch geistige Bereitschaft ist, etwas Neues kennenzulernen, etwas zu verstehen, dann belehrt der Buddha überhaupt. Und das ist jetzt sozusagen der Fall, dass die Situation geebnet ist, dass die Belehrung jetzt beginnen kann. So, jetzt mache ich einen Riesensprung, weil diese Lehrrede, die längste überhaupt, die an einen Laienanhänger gehalten wird, mache einen Riesensprung und komme zu dem zusammenfassenden Teil, wo es nämlich um unser Thema geht, um die Himmelsgegenden. Denn der Erwachte sagt am Ende dieser langen Belehrung, ja, und jetzt geht es darum, oder im Kern geht es darum, den Himmelsgegenden unsere Verehrung darzubringen. Und jetzt zeigt er, wie das aus der Dhamma-Perspektive aussieht. Wie aber, Bürgersohn, kann ein Jünger des Heiligen die 6 Himmelsgegenden überziehen? 6 gibt es, Bürgersohn, der Himmelsgegenden, die man sich merken muss. Der Osten, das sind die Eltern. Der Süden, das sind die Meister. Der Westen, das ist Weib und Kind. Der Norden, das sind Freunde und Genossen. Das Unten, das ist Knecht und Dienergesinde. Und das Oben, das sind Asketen und Priester. Das ist sozusagen der Trick. Sagt Buddha, ja, okay, Himmelsgegenden, Himmelsrichtungen, mit denen müssen wir uns beschäftigen. Aber die Himmelsgegenden sind
Repräsentanten für bestimmte Gruppen von Personen. Und da verstehen wir auch, warum jetzt eine bestimmte Reihenfolge genannt wird. Denn die Sonne, das wissen wir ja, geht im Osten auf, geht dann in den Süden, geht im Westen unter, hat also eine bestimmte zeitliche Reihenfolge. Und genauso ist es auch in unserem Leben. Wir haben eine bestimmte zeitliche Abfolge, wann wir welchen Menschen begegnen. Werden wir gleich im Einzelnen sehen. Die Eltern sind immer die Ersten. Und den Himmelsgegenden seine Verehrung darbringen, die Himmelsgegenden zu überziehen, ist hier der Ausdruck, bedeutet im Grunde nichts anderes, als seine sozialen Beziehungen auf Vordermann zu bringen. Also nicht blind Verbeugungen zu machen, lieber Süden, ja, schön, dass es nicht gibt, sondern diese Himmelsrichtungen stehen als Symbol für die Menschen, mit denen wir es zu tun haben. Und ein wesentlicher spiritueller Aspekt ist einfach, dass wir nicht irgendwelchen Ritualen folgen, sondern dass wir die zwischenmenschlichen Beziehungen, die sozialen Kontakte so gestalten, dass sie förderlich sind. Ja? Die Himmelsgegenden überziehen heißt, Sozialkontakte sinnvoll zu gestalten, so zu gestalten, dass sie nutzbringend sind für alle Beteiligten. Und nach diesem Stempel, so heißt immer diese eingangszusammenfassende Belehrung, jetzt entfaltet dieser Stempel, dieser Stempel wird jetzt entfaltet und im Einzelnen erklärt. Fünffach ist Bürgersohn die Art, wie ein Sohn der östlichen Gegend den Eltern entgegenkommen soll. Also, wie die Sonne im Osten aufgeht und sie dort am ersten sieht, so ist es in unserem Leben in aller Regel, man sieht die Eltern auch zuerst. Die Eltern sind die Bezugsgruppe, die sich zunächst in unserem Leben manifestiert, mit denen wir es zuerst zu tun haben. Mit denen müssen wir umgehen, und zwar die Eltern mit uns und wir mit den Eltern. Und da heißt es hier, im Umgang mit den Eltern sind fünf Aspekte zu beachten. Erhalten von ihnen werde ich sie erhalten. Ihre Arbeit werde ich verrichten, der häuslichen Überlieferung werde ich treu bleiben, ihr Erbe werde ich antreten, und wenn sie wohl einst dahingegangen und verstorben sind, werde ich Spenden darbringen. So, das ist der Auftrag, wie man mit seinen Eltern umgeht. Erhalten von ihnen, das heißt, wir sind nur groß geworden, weil uns unsere Eltern ernährt haben. Sie haben uns physisch, geistig, materiell, psychisch unterstützt, hochgepäppelt, groß gemacht. Und wir wissen ja, dass sich irgendwann die Rollen einmal umkehren. Da werden die Eltern fast oder ja faktisch wie die Kinder. Und die Kinder werden jetzt Eltern. Also sie müssen sich jetzt darum kümmern, dass die Eltern das bekommen, was sie früher von Vater und Mutter erhalten haben. Ihre Arbeit werde ich verrichten. Viele von euch werden das wissen, was das bedeutet. Ja? Einkaufen, zum Arzt fahren, Banksachen machen, Behördenbriefe, brauche ich gar nicht weiter zu erklären. Man übernimmt das, was die Eltern selbst nicht mehr können. Der häuslichen Überlieferung werde ich treu bleiben. Man muss nicht alles übernehmen, was zu Hause dumm gelaufen ist. Aber das, was an ja, guten Traditionen in jeder Familie vorhanden ist, soll man nicht einfach über Bord werfen, sondern man soll erkennen, was da an Wert da ist und soll das tradieren. Ihr Erbe werde ich antreten. Das machen die meisten ganz gern. Und wenn sie wohl einst dahingegangen, verstorben sind, werde ich die Spenden für sie darbringen. Und das ist etwas, was in Europa so nicht mehr gibt, weil wir denken, Tod ist Tod, so ungefähr, ja. Aber im alten Asien, und auch heute noch, da wo der Ahnenkult noch eine größere Rolle spielt, da ist ja die Tradition durchaus noch lebendig, dass man Opfergaben für Verstorbene gibt. Und das hat auch einen tieferen Sinn, das hat eine tiefere Bedeutung. Der Buddha sagt, diese Opfergaben können die Verstorbenen auch erreichen. Das sind die fünf Grundaufgaben, die die Kinder, muss ja nicht ein Sohn sein, kann auch die Tochter sein, für die Eltern erbringen. Ist also Bürgersohn auf fünffache Weise der Sohn den östlichen Gegenden, den Eltern entgegengekommen,
so nehmen Sie, die Eltern, sich auf fünffache Weise des Sohnes an. Von Schlechtem wehren Sie ab, zum Guten lenken Sie hin, zu einem Beruf erziehen Sie ihn, eine geeignete Gattin führen Sie ihm zu, bei Zeiten lassen Sie ihm das Erbe zukommen. Da greife ich nur mal die Gattin raus, ja, weil es heute eine Zumutung ist, dass die Eltern kommen und sagen, hör mal Junge, ich habe dir da auch ein hübsches, nettes Mädchen rausgesucht, guck sie dir mal an, nimm die. Das werden wir heute als Zumutung verstehen. Ich habe das lebenslang auch als Zumutung verstanden, aber jetzt nur mal unterm Strich gesagt, arrangierte Ehen, wenn die Eltern nicht doof sind, ja, arrangierte Ehen sind glücklicher und halten länger als selbstgestrickte Ehen. Das ist nur mal gesagt, ja, dass das, was manchmal in diesen Lehrreden uns befremdend vorkommt, einen Hintergrund haben kann, der sehr viel weiser und tiefer ist, als wir uns das mit unserem Verstand vorstellen können. Also ihr seht, die Eltern haben natürlich auch eine Aufgabe den Kindern gegenüber. Das Unangenehme, Schlechte, Schädliche wollen sie fernhalten, das Gute den Kindern zukommen lassen. Und dazu gehört eine Ausbildung, gehört Betreuung und gehört auch eine Lebenspartnerin. Aber vielleicht ist euch eine Merkwürdigkeit aufgefallen, die Reihenfolge, die hier genannt wird. Denn es wird gesagt, erst kümmern sich die Söhne, die Kinder um die Eltern, dann kümmern sich die Eltern um die Kinder. Und das scheint zumindest unlogisch zu sein, weil wir haben es anders erlebt. Aber hier seht ihr, dass der Buddha eine ganz andere Dimension, keine zeitlich enge Dimension vor Augen hat, sondern die Grundbeziehung von Eltern und Kindern. Und er meint, so wie wir jetzt in diesem Leben mit unseren Eltern umgegangen sind, ihnen entgegengekommen sind, so werden sie im nächsten Leben mit uns umgehen. Das ist der karmische Aspekt, der in jeder dieser folgenden Themenbereiche auch nochmal auftaucht. Wenn ich jetzt von sozialen Beziehungen rede und von der Gestaltung sozialer Beziehungen, dann hat es ja den Sinn, das ist ja ein Stück Karma, das ist ja ein Wirkensaspekt in unserem Leben, dann hat das Ganze den Sinn, dass wir in diesem Leben jetzt uns so zu verhalten haben, oder die Empfehlung ist, uns so zu verhalten, dass im nächsten Leben ja, die Früchte davon auf uns zukommen. Und umgekehrt gilt natürlich auch, wenn einer einen Kritikpunkt an seinen Eltern hätte, könnte ja sein, dass einer sowas mal hatte, dann ist das die stille Mahnung oder die Erinnerung dran, ich sage es auf Plattdeutsch, ja, nein, Platt, ihr kriegt die Eltern und habt die Eltern, die ihr euch geschaffen habt. Eltern fallen nicht so einfach vom Himmel, sie sind keine Zufallsprodukte, sondern wir alle erleben die Eltern oder haben sie erlebt, wie wir sie im vorangegangenen Leben nach diesen fünf Aspekten uns geschaffen haben. Also bitte keine Beschwerden, sondern allenfalls die Konsequenz, okay, da muss ich an dem einen oder anderen Punkt noch ein bisschen nachlegen, ja, dass es im nächsten Leben perfekter wird. Ich spitze das ein bisschen zu, aber das ist der Kern, auf das das hinausläuft, das Ganze. Ja. Die Himmelsgegenden zu befrieden, heißt, in die Zukunft zu schauen, jetzt mit Menschen so umzugehen, dass dieser Umgang für unser künftiges Erleben eher von Vorteil ist als von Nachteil. Und warum Eltern so zentral sind, brauche ich nicht weiter zu erläutern. Wir kommen zur zweiten Himmelsgegend. Fünffach ist ihr Bürgersohn, die Art, wie ein Schüler der südlichen Gegend den Meistern entgegenkommen soll. So, das ist auch ganz logisch. Die Sonne ist schon im Osten aufgegangen. Sie wandert jetzt in den Süden. Die Familie haben wir zuerst kennengelernt. Was lernen wir dann kennen? Lehrer. Sei es in der Kindergarten, Krippe, sei es in der Schule, sei es bei der Berufsausbildung, sei es an der Universität oder wo auch immer. Das ist die nächste Bezugsgruppe, die zentrale Bedeutung für uns hat. So, wie geht man mit denen um? Man soll vor ihnen stehen, ihnen aufwarten, ihnen gehorchen, ihres Dienstes beflissen sein, achtsam ihre Kunst begreifen lernen.
gehe da nur kursorisch drüber, wir werden die Details bereden können. Der zentrale Aspekt ist hier Respekt. Achtung vor jemandem haben. In dem Wissen, da ist jemand, der kann mehr, der weiß mehr, der hat eine längere Lebenserfahrung. Lass mich davon profitieren. Also, es soll heißen, dass man Lehrer im umfänglichen Sinne Lehrer als Vorbilder achtet. Und es hat eine große Bedeutung, denn wenn man das nicht tut, wenn man immer nur das Gefühl hat, der weiß nichts, der kann nichts, der hat keine Ahnung, ich weiß eh alles besser, kann man von dem Betreffenden nichts lernen, weil man zumacht. Wenn man Respekt hat vor den Kenntnissen, vor dem Wissen eines anderen, erst dann öffnet man sich selbst, erst dann hat man die Möglichkeit, das, was man noch nicht kann und nicht weiß, von dem anderen aufzunehmen. Deshalb ist die Grundaussage, dass man vor Lehrern Respekt zeigen soll. Und man soll vor allen Dingen achtsam ihre Kunst begreifen lernen. Hingucken, was kann ich da an Honig saugen, was kann ich da an Fertigkeiten gewinnen, ja? Und das übernehmen. Und das ist die Grundaufgabe ist, zwischen Lehrern und Schülern diesen Austausch hinzukriegen. Ist also Bürgersohn auf fünffache Weise der Schüler den südlichen Gegenden, den Meistern entgegengekommen, so nehmen sie sich auf fünffache Weise des Schülers an. Wohl unter diesen wird er zurechtgeführt, Wohlgefasstes wird ihm fasslich gezeigt. Alle Kunst, die mitteilbar ist, wird ihm erklärt. Bei Freunden und Genossen wird er heimisch gemacht. Überall wird er in Obhut genommen. Das ist alles als altmodisch ausgedrückt. Aber wir merken, was damit gemeint ist. Ja? Das heißt hier wohl unterwiesen. Ja, man lernt. Von Lehrern, von Meistern lernt man in erster Linie. Man wird bei Freunden und Genossen heimisch gemacht. Heute heißt es Vitamin B. Ja? Ja, nicht nur zu sagen, so hast du dein Diplom, hast du dein Zeugnis, sondern gucken, wo passt jemand hin? Und mit anderen Leuten reden, Sozialkontakte herstellen. Du, da habe ich einen, der ist gut, der könnte bei dir in den Betrieb passen. Ja? Oder da habe ich jemanden, der könnte vielleicht das und das noch dazulernen. Und das passiert natürlich nur, wenn das Verhältnis von Meister und Schüler auch wechselseitig stimmt. Und das ist vielleicht schon deutlich geworden, dass alle diese sozialen Beziehungen darauf aufbauen, dass sie Wechselbeziehungen sind. Also nicht einseitige, ausbeuterische Beziehungen sind, sondern immer geben und nehmen sich abwechseln. Und wenn ein Schüler, wenn ein Lernender, ein Auszubildender keinen Respekt hat, kein Interesse für seinen Beruf und für seinen Lehrer, dann wird der umgekehrt auch kein großes Interesse an seinen Schülern haben. Er wird sagen, hier hast du dein Zeugnis, mach's gut, ich wünsche dir alles Gute. Er hat sich stets bemüht, so ungefähr. Guck mal, wie du weiterkommst. So, wir kommen zur westlichen Gegend. Die Eltern im Osten, die Meister im Süden hatten wir, die westliche Gegend, was ist das? Sie aus der Perspektive des Mannes geschildert, also heißt das, die Art, wie der Gatte der westlichen Gegend seiner Frau entgegenkommen soll. Ja, ist ja auch nicht ganz unwichtig. Mit Achtung, nicht mit Verachtung soll er sich benehmen, ihr kein Unrecht tun, beziehungsweise nicht in seinen Ansprüchen zu weit gehen, nicht gebieterisch soll er sie behandeln und er soll ihr genug zum Unterhalt darreichen. Ist also Bürgersohn auf fünffache Weise der Gatte seiner Frau entgegengekommen, so geht die Frau jetzt ihrem Job nach und kommt dem Mann auf fünffache Weise entgegen. Jetzt werdet ihr euch wundern oder nicht wundern. Wohlbestellt ist das Hauswesen. Das lesen wir doch gern. Wohlerzogen ist das Gesinde. Kein Gebot wird übertreten. Das Besitztum ist ein treuer Hut. Man ist geschickt und behende bei jeder Arbeit. Ist also Bürgersohn auf fünffache Weise der Gatte der westlichen Gegend, der Frau entgegengekommen, so nehmen Sie sich also auf fünffache Weise des Gatten. Da hat er denn diese westliche Himmelsgegend überzogen, sichergestellt, gefahrlos gemacht.
Also hier erwarte ich nachher dann den meisten Protest, ja, nach dem Motto, da haben wir es schon, Buddha, selbst der war ein Schofi, ja, schickt uns Frauen in die Küche, während der Mann irgendwas anderes macht. Aber das sollte man nicht so sehen, weil es dem Buddha hier nicht um soziale Rollen geht. Der Buddha war nie ein sozialer Reformer, keiner, der politisch irgendwie agieren wollte, weil die Rollen, die jemand einnimmt, plötzlich austauschbar sind. Ja? Sondern worauf es auch hier ankommt, in dieser sozialen Beziehung, wie die Menschen miteinander umgehen, was sie miteinander tun, ob es ein hierarchisches Verhältnis ist oder, was hier ganz deutlich ausgedrückt ist, ob es ein partnerschaftliches Verhältnis ist. Ob der Mann Respekt hat vor seiner Frau oder ob er sie als seinen Besitz versteht. Ob er denkt, er kann befehlen, er kann bestimmen, was gemacht werden kann, oder ob beide miteinander in einem partnerschaftlichen Rollenverhältnis zueinander stehen. Das ist entscheidend. Nicht, ob die Frau jetzt den Haushalt macht und ob der Mann nun irgendwo auf dem Acker ist und Handwerk betreibt. Denn das kann in anderen Zeiten, kann sich das ganz anders sozial zeigen, ja, kulturmäßig zeigen, aber es bleibt immer diese Grundhaltung, geht menschlich miteinander um, geht als Partner miteinander um, achtet euch, helft euch gegenseitig, unterstützt euch gegenseitig. Fünffach-Bürgersohn ist die Art, wie ein edler Mann der nördlichen Gegend den Freunden und Genossen entgegenkommen soll. Mit Gaben, mit freundlichen Worten, mit nützlicher Bemühung. Er wird sie wie sich selbst betrachten, wird seinem Versprechen, das er gibt, sich nicht entziehen. Ist also Bürgersohn auf fünffache Weise der edle Mann den nördlichen Gegenden, den Freunden und Genossen entgegengekommen, so nehmen die sich auf fünffache Weise des edlen Mannes an. Den Leichtsinnigen halten sie zurück, des Leichtsinnigen Hab und Gut suchen sie zu retten, dem Gefährdeten bieten sie Zuflucht, im Unglück verlassen sie ihn nicht, noch in seinen Nachkommen bringen sie ihm Verehrung dar. Also hier wieder eine Wechselbeziehung. Wir sind in der nördlichen Gegend, also da, wo es schon sozusagen Abend ist, ist der Feierabend, ja, wo man Zeit hat, wo man frei hat, wo man die sozialen Beziehungen eingehen kann, die man eher freiwillig macht. Die Eltern, die hat man, Beruf muss man auch haben, Frau hat man auch, Mann hat man irgendwann als eine Verpflichtung. Da steht die Familie im Mittelpunkt. Und was dann noch, Anführungsstriche, übrig bleibt, das sind die Freunde. Ja, also die Menschen, mit denen man darüber hinaus in seiner freien Zeit zu tun hat. Und es gilt hier dasselbe Prinzip. Sich so wechselseitig zueinander verhalten, dass man sich nutzt, dass man sich wohltut, dass man sich unterstützt. Mit Gaben, also materiell, mit freundlichen Worten, kommunikativer Ebene, psychischer Ebene, mit nützlicher Bemühung, also jemand hilfreich sein, das ist ja etwas, was unter Freunden oder in Freundschaften eine große Rolle spielt. Man hilft sich, wo Not am Mann ist. Ich kann das und helfe dir da und du kannst das und hilfst mir da. Also dieser Austausch. Und es heißt hier auch, dass man sich einem Versprechen nicht entziehen soll. Das bedeutet, dass man verlässlich ist. Es gilt auch in Bezug auf die Beziehung zur Frau. Verlässlich zu sein und nicht einfach ein windiges Verhalten an den Tag zu legen. Und umgekehrt verhält sich der Freund. Er guckt, dass es mir gut geht, dass ich keine Fehler mache. Und wenn ich sie mache, warnt er mich. Und wenn ich in Not geraten bin, dann hilft er mir umso mehr. Fußnote, die Dinge, die ich jetzt andeute, das sind die Dinge, die vorher in dieser Lehrrede zum Teil sehr ausführlich besprochen worden sind. Gerade was die Freundschaft angeht, der Sozialkontakt, da wird vorher sehr viel mehr gesagt. Und so heißt es da auch in diesem Refrain, da hat er denn diese nördliche Himmelsgegend überzogen, sichergestellt, gefahrlos gemacht. Dieser Refrain erinnert uns immer dran, das ist eine soziale Beziehung und diese soziale Beziehung gestalten wir in idealer Weise so, dass wir da keinen Stress kriegen, sondern dass wir das
befrieden, dass da Harmonie entsteht, ja, dass da wechselseitige Kooperation und Kommunikation stattfindet und nicht noch ein zusätzlicher Kriegsschauplatz in unserem Leben. So, dann kommen wir zum fünften Aspekt schon. Das ist die Himmelsgegend, die wir in unserer westlichen Kultur weniger auf Rechnung haben, nämlich unten und oben. Und das tangiert jetzt etwas, was wir soziale Hierarchie vielleicht nennen, ja, also soziale Abstufung, Klassifizierung, oder wie immer man sagen will. Denn in jeder Gesellschaft gibt es Gruppen, die eher sagen, das wird gemacht, und andere, die eher dann machen, was gesagt worden ist. Das sind wir hier bei dem Verhältnis zwischen, hier wird gesagt, Herr und Knecht und Dienergesinde. Das war ja das, was damals die soziale Situation war. Und da heißt es jetzt, oder wir würden heute sagen Arbeitnehmer, ja, wie geht ein Arbeitgeber mit einem Arbeitnehmer um? Und das finde ich ganz revolutionär, was da steht. Das heißt da, je nach der Kraft soll er die Leistung an Arbeit einteilen. Ja, also nicht, ihr macht alles, ihr macht, was ich sage, sondern gucken, was kann jemand, was beherrscht jemand, wie viel kann man ihm oder ihr zumuten, ja, wie belastbar ist jemand, was packt jemand und wo sind Grenzen. Er soll Kost und Lohn geben. Ist ja in Diskussionszeiten um den Mindestlohn auch etwas, was gar nicht unmodern geworden ist. Also darauf zu achten, dass man von seiner Arbeit auch leben kann. Dass man nicht einfach sagt, so, ich bestimme, was du kriegst, sondern dass man im Auge hat, dass Lohn auch ausreichend ist, dass man ein vernünftiges und menschenwürdiges Leben führen kann. Bei Krankheit soll der Arbeitgeber für Pflege sorgen. Ich glaube, es hat über 2300 Jahre gedauert, bis Bismarck kam und hier in Deutschland sowas eingeführt hat. Ja, Krankenversicherung. Überlegt euch das. So lange hat es gedauert, bis Arbeitgeber verpflichtet worden sind, das zu machen, was hier der Buddha sozusagen als Selbstverständlichkeit fordert. Wenn dein Mitarbeiter krank ist, verdammt nochmal, dann kümmere dich um ihn und pfleg ihn. Außergewöhnliche Annehmlichkeiten soll er mitgenießen lassen. Weil da ist es Gewinnbeteiligung, glaube ich. Ja, also wenn man so ein Sonderboni, nein, Boni heißt es. Boni werden aber auch nicht überall gezahlt, nur in bestimmten Bereichen sind die. Aber das ist damit gemeint. Ja? Wenn der Arbeitgeber oder der Herr, wie das hier gesagt wird, wenn der mal gut verdient hat, dass er nicht nur sagt, ich war clever dieses Jahr, sondern sagt, Leute, hier habt ihr einen Anteil davon. Und, es gibt es ja gar nicht, es soll zeitweilig Urlaub gewähren. Ja, soll man sagen, du hast mal frei, kannst mal deine Oma im Schwarzwald besuchen oder sowas. Genial. Ist also Bürgersohn auf fünffache Weise der Herr den unteren Gegenden, dem Knecht und Dienergesinde entgegengekommen, so nehmen sie sich auf fünffache Weise des Herrn an. Ist heute auch nicht mehr so selbstverständlich, ja. Dass man das Gefühl hat, als Arbeitnehmer hätte man auch Pflichten. Zum Teil wird es auch vergessen. Vor ihm erheben sie sich, nach ihm legen sie sich nieder. Das heißt, Engagement. Ja, also nicht nur gucken, was ist auf der Bank an Lohn überwiesen, sondern so wissen wir, dafür muss ich auch etwas leisten, weil das ganze System nur funktioniert, wenn Geben und Nehmen wechselseitig ist, nicht einseitig. Nur Gegebenes nehmen sie. Überlegt es mal, was das an einem Arbeitsplatz bedeutet, nur Gegebenes zu nehmen. Ja? Ich will es ja nicht konkretisieren, aber das heißt, nicht auf Kosten des Arbeitgebers mit Honolulu telefonieren oder jeden Tag pünktlich um 10 Uhr mal eine halbe Stunde zu surfen oder ach, ich bräuchte mal wieder ein bisschen Papier zu Hause und mein Tacker ist auch verschwunden. Und was es alles so gibt, was man in Büros und Arbeitsplätzen so gebrauchen kann. Ja? Das ist dann auch Tabu. Das gehört einem nicht. Das gehört dann dem Betrieb oder dem Büro und ist dann nichts, was mir gegeben worden ist. Ja. Fußnote, wenn man fragt, wo kann ich das mal benutzen, kann ich telefonieren, kriegt man vielleicht sogar die Antwort, ja, aber dann ist eine andere Situation.
Ja, sie verrichten tüchtig ihre Arbeit, habe ich schon erwähnt, und bringen den Herrn zu rühmlichem Ansehen. Ja, also sie tun auch was dafür, dass das ihr Image der Firma, dass das sozusagen nicht notleidet, sondern dass das ein bisschen auch noch nach oben geht. Ist also Bürgersohn auf fünffache Weise der Herr den unteren Gegenden, dem Knecht und Dienergesinde entgegengekommen, so nehmen sie sich also auf fünffache Weise des Herrn an. Da hat denn er diese untere Himmelsgegend überzogen, sichergestellt und gefahrlos gemacht. Habe ich erklärt, was der Refrain bedeutet. Wir kommen zum letzten Punkt. Wir haben Osten, Süden, Westen, Norden, unten bleibt nur noch oben übrig. Und was ist das? Ja, das ist die spirituelle Dimension des Lebens. Fünffach ist Bürgersohn die Art, wie ein edler Mann der oberen Gegend den Asketen und Priestern entgegenkommen soll. Mit liebreichen Worten, mit liebreichen Werken, mit liebreichen Gedanken. Also hier ist sozusagen alles summarisch genannt, was man so agieren kann, im Denken, im Reden und im physischen Tun. Das soll liebreich sein, also den Menschen entgegenkommen. Man soll ihnen das Tor nicht verschließen. Was willst du da? Ich habe ja vorhin erwähnt, dass im alten Indien es die Tradition des Almosensammelns gab. Also wer seinen Asketenjob ernst nahm, da hatte er keinen Beruf, kein Einkommen. Der war abhängig davon, dass das, was er oder sie zur Notdurft brauchte, dass man das auch bekam. Dass man Essen bekam, dass man Kleidung bekam, dass man Arznei und Wohnung bekam. Deshalb heißt es hier, die Tür nicht zumachen, wenn eine kommt. Das letzte habe ich erwähnt, mit Spenden der Notdurft zur Hand soll man sein. Ist also Bürgersohn auf fünffache Weise der edle Mann den oberen Gegenden, den Asketen und Priestern entgegengekommen, so nehmen sie sich auf sechsfache Weise des edlen Manns. Also das ist ein literarischer Trick wahrscheinlich, um zu zeigen, dass hier die beste Investition immer ist, wenn man dem Herrn Pfarrer was Gutes zukommt. Dann ist man dann noch mehr belohnt, als dieser Arbeitgeber es tut. Sechsfach. Von Schlechtem wehren sie ab, zu Gutem lenken sie hin. Das haben wir vorhin schon gehört. Ja, bei den Eltern haben wir das auch gehört, aber hier hat es natürlich eine andere Dimension. Weil es hier nicht allein um das ja, soziale, menschliche Leben, das irdische Leben geht, sondern hier geht es um den Aspekt des spirituellen Wachstums. Wenn da gesagt wird, vom Schlechten wehren sie ab, dann geht es mehr um unsere falschen Einsichten, um unsere charakterlichen Schwächen, um unsere Verhaltensmängel und so weiter. Da wehren sie ab, da sagen sie, Achtung, Vorsicht, da kommst du nicht mit weit und umgekehrt. Zum Guten lenken sie hin, sie zeigen, sie lehren, wie man mit seinem Leben besser zurechtkommt. Gütigen Sinnes erbarmen sie sich seiner. Das heißt, sie sind da, um zu helfen, nicht aus Eigensucht zu agieren, sondern sie unterstützen, geben Rat, wo der erforderlich ist. Ungekanntes erklären sie. Hier merken wir, dass eine neue Dimension geht. Nicht nur, wie bewältige ich meinen Alltag, sondern hier ist die spirituelle Dimension. Hier wird gezeigt, dass es viele Dinge im Leben gibt, die man nur tiefer verstehen muss, um voranzukommen. Also hier ist der Hinblick und der Einblick in die Realität gemeint, dass wir nicht beim Vordergründigen des Lebens verharren, sondern dass wir hinter die Kulissen des Daseins schauen. Deshalb erklären sie Unbekanntes, erläutern sein Ohr. Das ist ein Ausdruck dafür, Erfahrungen zu machen, neue Dinge zu hören. Ja? Nicht nur das Vordergründige sich anzuhören, sondern zu hören, worauf es wirklich ankommt. Und die himmlische Fährte zeigen sie ihm an. Himmlische Fährte sagt nun, himmlische Fährte sagt, hinter der Dimension des Lebens, die du gerade mitkriegst, gibt es andere Dimensionen. Spirituelle Lehrer weisen gerade darauf hin, dass das Vordergründige, das unser Leben zwar bestimmen mag, letztlich nicht das Entscheidende ist, sondern dass es andere Dimensionen von Existenz gibt,
um den man sich zu kümmern hat. Ist also Bürgersohn auf fünffache Weise der edle Mann den oberen Gegenden, den Asketen und Priestern entgegengekommen, so nehmen sie sich also auf sechsfache Weise des edlen Mannes an. Da hat er denn diese obere Himmelsgegend überzogen, sichergestellt, gefahrlos gemacht. Um das in drei Sätzen nochmal zusammenzufassen, hier haben wir kennengelernt sechs unterschiedliche Formen von sozialen Bezügen, von den Eltern angefangen bis zu den spirituellen Lehrern. Und hier wurde immer gesagt, es ist wichtig, das Leben so in den Griff zu kriegen, das Leben so zu gestalten, dass man diese zwischenmenschlichen Beziehungen in Ordnung bringt, dass man sie gefahrlos macht, dass man sie so gestaltet, dass sie allen Beteiligten nützt. Allen Beteiligten nützen bedeutet, dass die sozialen Beziehungen immer ein wechselseitiges Geben und Nehmen bedeutet. Nicht, was bringt ihr mir, sondern wie können wir uns wechselseitig helfen. Die Prinzipien, die da drin stecken, sind immer die Achtung und Respekt. Soziale Beziehungen sollten auf Wohlwollen basieren. Nicht, das ist die Grundhaltung. Ich möchte, dass mir es gut geht, gebe ich zu. Aber euch soll es auch gut gehen. Und letztlich funktioniert es nur genau auf dieser Basis. Man muss die Beziehung so zu gestalten wissen, dass man immer im Auge hat, es soll unterm Strich allen wohlgehen, nicht nur 10% und nicht nur mir allein. Und da haben wir nochmal die Himmelsrichtungen. Ja, am Anfang ging es sozusagen physisch um die Himmelsrichtung und dann haben wir gemerkt, dass das soziale Beziehungen sind und dass am Ende das Ganze jetzt überhöht worden ist in der Darstellung, dass das in eine neue Dimension transformiert worden ist. Letzter Satz, um diese Lehrrede insgesamt einzuordnen. Ihr habt ja gemerkt, dass sie vom Thema ganz anders war als das letzte Mal. Ja? Dass diese Lehrrede thematisch sehr alltagsnah ist. Sie bezieht sich auf das, was wir jeden Tag in irgendeiner Weise erleben oder im Laufe eines Jahres permanent erleben. Ja, also eine Orientierung, eine Perspektive, die nicht sehr in die Tiefe geht, sage ich mal, sondern unser Leben, das wir jetzt haben, gestalten soll. Aber der Hintergrund ist, jede tiefere spirituelle Entwicklung kann nur funktionieren, wenn diese Dinge, über die eben gesprochen worden ist, wenn das einigermaßen in der Balance ist. Wer Stress mit den Eltern hat, wer Stress am Arbeitsplatz hat, wer Stress mit der Frau hat, wer Stress mit den Freunden hat, wer Stress mit den Mitarbeitern hat und wer Stress mit dem Pfarrer hat oder den gar nicht kennt oder mit dem gar nichts zu tun hat, der hat keine Chance, das, was wir wollen oder ja, im Auge haben, spirituelle Entwicklung, Befreiung und Nirvana und Pipapo, er hat keine Chance, wenn dieses Fundament nicht da ist. Und Herr Buddha, das habt ihr gemerkt, ist hier völlig unaufdringlich vorgegangen. Er wollte den nicht berichtigen oder irgendwie dumm dastehen lassen und hat auch gar nicht über die tieferen Dinge von Dharma gesprochen. Sondern er hat den Singhalakot da abgeholt, wo er war. Er sagt, jetzt geh mal durch diesen Weg. Und am Ende sagt er, das ist der entscheidende Punkt, beachte, dass du auch deine Beziehungen zu spirituellen Lehrern ordnest. Und damit ist ja das Gleis gelegt, damit ist die Tür geöffnet, dass dieser Mann, der offensichtlich, ja, dieser Singhalakot, der offensichtlich gute menschliche Qualitäten hatte, dass der erstmal sein normales, Anführungsstriche, Leben in Ordnung bringt, und von da aus den weiteren Weg geht, den der Buddha ja auch noch lehrt. Punkt. Das war eine Dreiviertelstunde. Das reicht, glaube ich. Mir reicht's. Und ich bitte euch jetzt, das loszuwerden, was euch aufgefallen ist, was an Fragen da ist oder einfach an Kommentaren über euch geblieben ist. Renate. Es funktioniert so meistens nicht. Warum? Deshalb wird dir die Lehre gegeben, weil es nicht so funktioniert,
wird es ja hier gesagt, wird so funktionieren, braucht man das ja gar nicht so zu lehren. Ne? Ja. Heißt, willst du damit sagen, dass das unrealistisch ist? Nein. Nee? Ich finde, das Erstrebenswert ist nur, wie Brecht so schön sagte, die Verhältnisse, die sind nicht so. Ne? Wie kommen denn Verhältnisse zustande? Ich sage, Verhältnisse sind das Ergebnis von Verhalten. Wer sich lange so und so verhält, schafft diese und jene Verhältnis. Der Witz dabei ist nur, und das ist das Schwierige, ja, wenn wir uns lange immer in einer bestimmten Art und Weise verhalten haben, sind durch diese Gewöhnung auch Verhältnisse zementiert. Und dann natürlich zu hoffen und zu erwarten, gut, ab heute verhalte ich mich anders und morgen haben wir eine andere Welt, das ist natürlich illusorisch. Ja. Je festgefahrener Verhältnisse sind, umso schwieriger ist es, diese wieder aufzulösen. Worum es hier geht, ist erstmal die richtige Orientierung zu finden. Wo will ich denn überhaupt hin? Ja, also den Maßstab zu finden, nach dem ich mich künftig verhalten will. Und da werden wir auch merken, dass bei diesem Programm, das ja relativ umfänglich ist, dass da einem nicht alles gelingt, dass man sich gar nicht mal alles merken kann. Aber die Frage ist, ob man das zu seinem Maßstab macht und sagt, okay, ich fange an. Buddhistische Praxis ist nicht immer sofort ein Können, sondern immer ein, ich probiere es. Und ich habe es probiert und übe es weiter. Das ist der Weg. Ja? Das ist ein langer Weg. Kann ein langer Weg sein. Aber man kann ja anfangen. Man kann bei seinem eigenen Partner mal anfangen. Ja? Mich also auf einmal sagen, okay, mein Haupttrainingsprogramm ist meine. Wieder unendlich zu trainieren. Ja? Und da muss man auch nicht das ganze Programm da. Ich werde meine Frau künftig nicht mehr schlagen. Ja, das ist doch schon mal ein Anfang. Ich werde sie nicht immer anbrüllen. Und ich werde leise zu ihr sagen, so könnten die Eier nicht etwas weicher sein. Ihr merkt, worauf ich hinaus will. Ja? Es geht nicht darum, jetzt die große Revolution auszurufen, weil wir das nicht hinkriegen. Es geht darum, erst mal zu gucken, wo knirscht es denn bei mir am meisten? Wo knirscht es denn? Ja? Vielleicht knirscht es am Arbeitsplatz und zu Hause ist alles toll. Kann ja sein. Gut, da guckt man sich das an. Wo tut es am meisten weh? Wo sind die Himmelsgegenden nicht überzogen, nicht friedlich gemacht, sondern wo brennt es? Wo ist es laut? Und dann fragt man bitte nicht sofort, wer von denen schuld ist am Arbeitsplatz. Und da fragt man sich, was kann ich beitragen, dass es zu mehr Entspannung in dieser Sache. Das ist die richtige Frage. Nicht dann sofort da moin ins Büro kommen und sagen, hört mal, ich habe mir das überlegt, ihr müsst euch ändern und zwar da, da, da und da. Und dann ist alles in Ordnung. Bin mir ganz sicher. Weil es so nicht funktioniert. Ja? Barbara, hast du dich gemeldet? Nee? Also ich habe das kürzlich. Ja. Ach, war da gut. Ich hatte das kürzlich diese Erfahrung, ich bin momentan in einem Bewusstseinsprozess, dass ich meinen Vater verloren habe. Mit meinem Vater ist sozusagen, sind meine Eltern gegangen und habe mir so zwei Wochen, der wird erst am Samstag, wird die Urnenbeisetzung sein und habe die Zeit hier verwenden können, um einmal loszulassen. Und ich habe mir gedanklich so eine Trauerfeier ausgedacht. Allerdings ging es sehr schnell, weil ich wohne in Frankfurt und er in der Nähe von Kassel. Und ich musste seit zwei Wochen wieder arbeiten. Und am 8. März, am Weltfrauentag, habe ich gedacht, meine Kollegen, die neu sind, ich muss da umziehen. Ich sitze in einem anderen Büro mit lauter Männern zusammen. Und die haben wollen mir immer alles zeigen. Ich bin ein alter Hase in der Firma. Und habe so eine Art, ich habe dann gesagt, es gibt so eine Giraffensprache und eine Wolfsprache. Und ich war da so, ich bin die Treppen hochgelaufen, war da so echauffiert und dachte, ich muss das jetzt unbedingt sagen. Und später ist mir aufgefallen, ich hätte mir einfach ein bisschen mehr Zeit nehmen sollen. Ich gebe mir die ganze Zeit auch so Zeit für die Trauerarbeit und sage mir auch, ich muss meine Trauerarbeit und mein Loslassen nicht gleich erledigen und kann auch einen Cut sagen. Und dann ergibt eins nach dem anderen auch, so wie du das jetzt ansprichst, dass in diesem Bewusstseinsprozess so auch
Dinge wiederholt werden, indem ich einen Text lese, wie zum Beispiel heute Morgen in buddhistischen Weisheit, und dass ich mir dann sagen kann, okay, ich hole das dann halt später nochmal, ich lese das einfach nochmal und knüpfe daran an. Und wollte nur sagen, dass das ja nicht verloren geht. Ja, danke schön. Ja, was kann ich jetzt noch so machen? Außer, dass ich meditiere halt oder ich versuche, zu bitten, dass er mir verzeiht. Das ist schon ein Anfang. Also der Erwachte sagt, in der Ordnung der Edlen ist es ein Gewinn, einen Fehler als Fehler einzusetzen. Ja, weil das ist ja die Weichenstellung für die Zukunft. Wenn sich in deinem Geist verfestigt und ich habe doch recht, ja, und es war doch richtig so, und wir haben es doch verdient, sind doch selbst dran schuld, ich konnte doch gar nicht anders, und das nächste Mal werde ich wieder so reagieren müssen, ja, weil das Recht auf meiner Seite ist, heißt das Ganze fortzusetzen. So, und der Einschnitt, der jetzt bei dir passiert ist, ist wenigstens in einem Bereich vorhanden, der sagt, hallo, es war nicht wirklich ideal, ja, und ganz vorsichtig, weil damit ja die Richtung eingeschlagen wird, die veränderte Richtung, was zukünftiges Verhalten angeht. Im Geiste gehen die Dinge aus, sagt der Erwachte. Das heißt, die Orientierung, die wir uns tief einprägen, die bestimmt, wie wir denken, reden und handeln. So, und du wirst nämlich irgendwann wieder Eltern haben. So, mit denen wirst du wieder umgehen. Und der wichtige Punkt ist, dass man alte Fehler nicht einfach nur tradiert. Also deshalb erstmal die Weichenstellung, okay, was war, war, aber künftig werde ich achten, ich übe mich darin, sei vorsichtig, ja, ich übe mich darin, dass diese Dinge, diese Verhaltensweisen künftig nicht mehr vorkommen. Das betrifft ja nicht nur die Eltern, sondern ähnliche Verhaltensweisen hat man Menschen gegenüber auch. So, du erinnerst dich vielleicht an einen Punkt, wo ich sage, oder hier vorgelesen habe, wenn die Eltern mal gestorben sind, werde ich die Opfergaben für sie darbringen. Das, was in unserer Kultur überhaupt nicht da vorhanden ist, kaum vorhanden ist. Und das ist noch ein Anknüpfungspunkt. Ja? Wer Eltern hatte, denkt an seine Eltern, wenn sie mehr oder weniger oft. Und da kann man doch auch die Karten neu mischen. Ja? Dass man sagt, was immer war, Schlussstrich. Dass man gut an seine Eltern denkt. Ja? Dass man auch einen Gedanken des tut mir leid, nachschickt. Wir müssen ja gar nicht in die Tiefe gehen, welche Wirkung das hat, Fernwirkung das hat, sondern allein welche Wirkung das in Bezug auf dich hat. Nämlich, dass du diese Situation, dieses Verhältnis, das physisch nicht mehr existiert, das aber in deinem Geist noch existiert, dass dieses Verhältnis in Harmonie gebracht wird. Ja? Nur mal so weit. Über die Fernwirkung brauchen wir im Moment nicht zu reden, aber ich sage, auch diese Wirkung ist da, ja, diese Gedanken sind nicht verloren und sie sind nicht, was man physisch nicht mehr ändern kann, kann man aber im Nachhinein sozusagen korrigieren, indem man seinen eigenen Geist korrigiert und indem man seine Einstellung und seine Gedanken korrigiert. Ja, also bei mir war es ähnlich, dass ich in den letzten 2 Wochen mit meinem Vater, oder was heißt eigentlich 4 Wochen, es waren 2 Wochen, wo ich dann die Rolle des Eltern übernommen nehmen durfte, wo mein Vater auch mir Dinge gesagt hat, die er nie gesagt hat in seinem Leben. Und 2 Wochen, wo so meine ganze Kindheitserfahrung mit meinem Vater so durchgekommen sind, wo wir uns nur angeschrien haben. Und ich habe einen Satz zu ihm gesagt, mein Adoptivvater, den ich später sehr bereut hatte. Und hatte eine Woche gebraucht, bis ich das verarbeitet habe. Aber was für mich ein wichtiger Punkt war, war das Verzeihen. Einmal in dem Fall, wo ich die 2 Wochen so stressig erlebt habe, mir zu verzeihen, dass ich nicht anders konnte, dass ich mich wie so ein getriebener Hase gefühlt habe. Und da dann auch rauszukommen und mich zur Salzsäule zu erstarren. Und das andere halt auch meinen Eltern zu verzeihen, dass sie Fehler gemacht haben und denen nicht so anzuhaften und ihnen ihren Frieden zu geben und mir auch. Ja. Also diesen Prozess, dass ich das jetzt darf und dass ich machen darf, was mir gut tut und was meinen Eltern gut getan hätte, hätten sie es anders machen können. Sie sind auch befangen gewesen in ihrem Leben.
Und dass sie wiederum auch ihren Vorfahren, ihren Eltern verzeihen können. Ich glaube, das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man sich keine Schuldzuweisungen gibt, dass man keine Vorwürfe sich macht oder Schuldgefühle entwickelt, weil die helfen relativ wenig. Ja? Sondern was immer ganz nützlich ist, sich vor Augen zu halten, ich konnte in dieser Situation nicht besser. Ich weiß, im Nachhinein weiß man ohnehin immer alles besser. Das war nicht korrekt. Aber in der Situation damals konnte ich nicht, aber auch umgekehrt es den Eltern zuzugestehen. Ja? Sie haben sich so verhalten, sie konnten auch nicht besser. Sie haben es vielleicht nicht besser gewusst oder haben es besser gewusst und konnten doch nicht besser. Denn wir sind ja alle in dieser Mühle drin, dass wir auf der einen Seite oft ganz klar wissen, wo der Weg hingeht, wie es sein soll, und doch immer wieder überrascht sind, wie es in uns ganz anders tut auf einmal. Ja, weil die alten Gewohnheiten, die Muster, die wir uns angewöhnt haben, oft sehr viel stärker sind als die Einsichten, die unser Geist manchmal. Dass wir da erstmal sehen, okay, wir sind in einer Lebenssituation des Wachsens, der Veränderung, des Lernens. Und da und da und da und da konnte ich nicht besser, aber ich korrigiere diese Situation mit meinem Geist, indem die Maßstäbe, die mein Geist hat, klar bleiben. Ja, dann, ich weiß, wie es eigentlich sein sollte. Das wechselseitig sich selbst verzeihen und den Eltern auch, weil alle irgendwo auf ihrem Weg sind und ja aus ihren Erfahrungen, aus ihrem Potenzial von Einsichten und Übungen heraus das tun konnten, was sie getan haben und darüber hinaus nicht mehr. Opfergaben sind verstorben. Es gibt eigentlich so ein altes Wesen, die verstorben ist. Ja, ich habe es ein bisschen einseitig gesagt. Im Katholischen gibt es das insbesondere, wenn man alle Seelen feiert, insbesondere. Ja, da gibt es sogar ein Fest, wo man sich den Verstorbenen zuwendet, auch Messen für sie lesen lässt. Also das gibt's, ja, es gibt's. Aber es ist, sagen wir, in unserer Kultur eher eine Randerscheinung. Also kein Mensch würde heute, wenn er Gäste zum Essen einlädt, sagt so, setzt euch bitte, nehmt euch, dann ein Tellerchen nehmen und dann ein bisschen was aufs Tellerchen tun für die Ahnen oder für die Verstorbenen. Wenn du das bei uns machst, dann wirst du mit dem Therapeuten konfrontiert. So ungefähr. Deshalb bin ich ein bisschen vorsichtig, über diese Dinge zu reden. Aber hier sind sie ja ausgedrückt. Ja? Und je nachdem, wie ernst man das nehmen kann, wie sie einem das etwas bedeutet, kann man ja auch nicht nur gute Gedanken seinen Eltern nachschicken. Man kann ja auch in der Metameditation, also in der Meditation, wohlwollende Gedanken dahin schicken, die sicher ihr Ziel erreichen. Der Erwachte sagt sogar an einer Stelle, dass man materielle Dinge widmen kann, die bestimmten Verstorbenen sozusagen helfen, sie erreichen. Nicht alle, je nachdem, wo die Verstorbenen sich sozusagen aufhalten, kann man sie erreichen, auch mit Materialgaben. Aber das wäre auch eine Möglichkeit, ja, Eltern noch teilhaben zu lassen an dem, was uns heute materiell zur Verfügung steht. Ich bin nur an dem Punkt ein bisschen vorsichtig, sozusagen öffentlich darüber zu reden, weil ich nicht genau weiß, wie das da im Moment ankommt. Aber der Erwachte sagt sowas durchaus, ja. Ja, also das Ding, was wir verlernt haben, wir handeln viel zu schnell, wir urteilen, wir können das einfach mal hinterfragen, was ist die Situation Seiten an, sondern gleich wollen wir ja manchen. Und das andere ist jetzt das, dass du sagtest, wenn die Eltern sich auch mal auf den Stuhl des Alten, okay, warum musste der so handeln? Und dann lernt man im Moment, ja, sagt er, okay, der hat das nur so sehen können, ja. Ich habe auch das zu handeln und das erklärt, glaube ich, viel, das beobachten, dann zu handeln, nicht gleich. Vielleicht hilft noch was anderes. Setzt das nur fort und vertieft das nur mal. Es gibt zwei grundsätzliche Möglichkeiten, andere Menschen einzuschätzen. Ne? Eine Möglichkeit ist zu sagen, wir unterscheiden uns. Ja? Du siehst so aus, ich sehe anders aus, du hast diese Eigenschaften, ich habe jene Eigenschaften. Und das ist unser Blick meistens. Wie unterscheiden wir uns? Und das sind ja trennende Unterscheidungen. Warum haben die Eltern sich so verhalten? Warum haben sie sich nicht so verhalten? Als Beispiel. Man kann aber auch
allein durch die Veränderung der Perspektive auf andere Menschen zu einem ganz anderen Ergebnis kommen. Man kann die Perspektive einnehmen, wir sind alle gleich. Ja? Im Grunde sind wir auch alle gleich. Zum Beispiel sind wir alle gleich darin, dass wir Wohl wünschen und Wehe verabscheuen und alle nicht das Wohl gefunden haben, das wir suchen. Wir sind Suchende, ohne endgültiges Ergebnis bisher, ohne befriedigendes Ergebnis. Die Eltern sind auch Suchende und haben es auch nicht gefunden. Ja? Wir sind alle gleich, weil wir seit anfanglosen Zeiten durch Samsara wandern und nie ein Ziel erreicht haben. Wir sind alle gleich, weil wir aufgrund dessen, was wir wissen und können, so handeln müssen und handeln mussten, wie wir das bisher getan haben. Das gilt für die Eltern wie für uns. Wenn wir diesen Perspektivwechsel hinkriegen, dann geht auch viel von Stress weg. Ja? Weil wir in der gleichen Situation und nicht uns erhöhen, ja, wir sind ja eigentlich besser, wir machen es ja richtig und ihr macht es falsch. Und es kommt noch was dazu, das ist das Erschütterndste. Wenn ihr das nochmal vor Augen haltet, was ich vorhin vorgetragen habe, warum haben wir denn die Eltern, die wir haben oder hatten? Warum haben wir die Geschwister, die Freunde, das soziale Umfeld? Na, muss ich weiterreden. Das ist doch kein Zufallsprodukt, warum wir das haben. Tat Twam Asi, sagten die alten Inder, das bist du. Die Menschen, die dir begegnen, sind keine Fremden, das sind keine anderen, das sind deine Spiegel. Die haben keine andere Funktion, als dir immer nur den Spiegel vorzuhalten. Du sagst, meine Eltern, warum haben sie nicht? Gilt für mich auch. Was hätte aus mir werden können, Leute? Wenn meine Eltern besser mit mir umgegangen wären, was wäre heute aus mir? Ja, bitte nicht hier rumsitzen. Nein, aber das ist jetzt Kokolores. Warum? Ich habe genau die Eltern, die ich gebraucht habe, die ich mir früher geschaffen habe. Jetzt sind sie da. Jetzt fange ich an zu maulen. Ja, warum habt ihr nicht? Ihr hättet doch wissen müssen. So. Diese Perspektive nimmt auch viel an Konflikt, obwohl sie weh tut. Ja? Es tut deshalb weh, weil wir nicht deuten können, ihr seid schuld, die sind schuld, sondern weil das auf uns zurückzahlt. Und das ist ein bisschen die Haltung, die man gern einnimmt. Ja? Sei es am Arbeitsplatz, sei es in der Partnerbeziehung, sei es zu den Eltern, ihr. Man deutet. Ihr kennt das von dem Heinemann, der ist, wenn ihr mit einem Finger deutet, du, dann deuten drei andere Finger auf euch zurück. Ja? Wenn wir uns beschweren über unsere Eltern, dann machen wir das mit einem Finger, aber die drei anderen Finger deuten auf uns zurück. Schon müsste eigentlich Ruhe eingekehrt sein, dann müssten wir stumm sein. Ja? Das behagt nicht jedem, aber das ist Grundprinzip. Und wenn das so ist, dann ist doch jetzt die Wende möglich. So wie ich meinen Eltern jetzt entgegenkomme, so werden künftig meine Eltern mir entgegen. Also leiste ich etwas vor. Jede Vorleistung ist eine Investition in die Zukunft. Wir wollen es immer anders. Mach du erst mal, fang du mal an. Ja, dann ziehe ich nach. Falscher Ansatz. Wir haben die Chance anzufangen und der Rest, Anführungsstriche, Rest folgt nach. Also keine Ausrede. Deshalb ist hier sechsmal gesagt worden, in sechs sozialen Beziehungsfeldern, dass man diese Himmelsgegenden überziehen soll, schadlos machen, sicherstellen soll, dass da künftig nicht sozusagen im Verborgenen ist, dass da künftig keine Tretminen da haben, sondern dass wir all das im Vorfeld entschärfen. Das können wir in jeder Begegnung mit anderen Menschen tun. Immer, jetzt, ja. Und wenn Menschen gestorben sind, dann kann man sozusagen wenigstens geistig rückwirkend tun. Das wird auflöst, diesen Komplex. Und diesen Komplex nicht sein Leben lang noch mit sich herumführt. Ja, vertieft und geistig auswalzt. Ja. Ich bin neugierig für die Jetzt bringst du mich ja richtig in Verzweiflung. Also ich würde mal sagen, er antwortet, wunderbar, wunderbar.
Ich weiß gar nicht, ob ich das Ende dabei habe. Nee, ich glaube, ich habe das Ende nicht da. Es gibt im Buddhistischen generell ein Happy End. Also, ich glaube, ich habe nicht alles eingepackt. Aber sei sicher, er sagt am Ende, vortrefflich, Herr Gotama, vortrefflich, wie als wenn man Umgestürztes aufrichtet, wie wenn man Verborgenes enthüllt, wie wenn man ein Licht in die Dunkelheit bringt, wie wenn man Verirrten den Weg zeigt. Hiermit möchte ich Anhänger von dir. Also so heißt es dann. Na? Ja, so ist es. Hängt natürlich auch damit zusammen, wenn ein Buddha lehrt, ja, dass das ein Vorgang ist. Ja. Es ist ja nicht so, wie wenn wir hier miteinander reden. Wenn ein Buddha lehrt, dann wird es hell. Da wird es wirklich hell im Kopf und im Herzen. Da wird es hell und man sagt, Mensch, ja, das habe ich immer schon gesehen. Ich konnte es nur nicht so formulieren wie du. Eigentlich hast du gesagt, was ich schon immer gewusst habe. So ungefähr. Ja, warum? Das ist ja ein bisschen flapsig von mir gesagt, aber im Kern ist das so. Weil der Buddha ja nicht ausgedachte Philosophien verbreitet. Der Buddha spricht ja über existenzielle Gesetzmäßigkeit. Und da wir alle schon lang genug in unserer Existenz unterwegs sind, haben wir alles schon irgendwo mal so aufgeschnappt. Es ist nur nicht wirklich präsent, es ist nicht geistig klar. Und da kommt jetzt einer und sortiert es mal. Er sagt das selbstverständlich im Grunde, in vielen Bereichen, sagt er einfach, was selbstverständlich ist, und zwar auf eine Weise, die man verstehen kann. Und deshalb kommt immer am Ende, fast immer, vortrefflich, vortrefflich, Herr Gotama. So, jetzt muss ich sortieren, du. Also ich, jetzt da wir hier auch Schüler und so weiter, fiel mir diese Debatte jetzt ein oder auch das Thema, was rauchte, Kinder melden sich 30 Jahre später und wie ist Rauchen ein Lehrer umgeht. Ja, das ist ein schwieriges Thema. Ja, das ist wirklich schwierig. Da bräuchte man. Kann ich nicht einfach sagen, ja, ich verzeihe oder so? Nein. Vielleicht geht das auch, aber generell kann man das auch machen. Also da müssten wir wirklich sich mal intensiv auseinandersetzen. Das kann man nicht in 5 Minuten machen. Ich will nur so viel sagen. Es wird ja immer geguckt oder darauf verwiesen, dass sie irgendwie gerichtlich bestraft werden. Ja. Und dann denkt man, jetzt hat er im Knast gesessen oder eine Geldstrafe oder was. Jetzt ist es erledigt. Ist ja nicht erledigt. Ja. Und ich denke auch, wenn wir jetzt hören in all diesen Fällen, dass viele der betroffenen Lehrer schon längst verstorben sind, da hat man so spontan das Empfinden, Mensch, jetzt ist der davongekommen, ungestraft. Aber auch das ist Quatsch. Ja? Wer diese Anführungsstriche Schuld auf sich lädt, der trägt sie mit sich rum. Verstehst du? Das bleibt ja doch nicht in den Kleidern stecken. Das ist ja doch ein Makel, eine Verdunklung der eigenen Psyche. Ja? Es gibt in dieser Situation nur Opfer, der Lehrer ist auch ein Opfer, weil er sich etwas aufgeladen hat, wo er lange, lange noch mit zu kämpfen hat. Aber trotzdem muss man mit diesen Dingen umgehen, einfach um sie ins Bewusstsein zu heben. Und das scheint mir der wichtigste Punkt in dem ganzen Prozess, dass viele dieser Schüler 10, 20, 30 Jahre brauchen, um überhaupt drüber reden zu können. Also sie verkapseln diesen Konflikt in sich, er bleibt unausgesprochen, er gärt irgendwo, er verändert Leben, er verändert Denken, er verändert Gefühle und es wird nicht aufgearbeitet. Und darum geht es, das aufzuarbeiten, ans Tageslicht zu heben, darüber zu reden, damit es nicht ein dunkles Phantom bleibt, sondern dass das ja ins Bewusstsein gebracht wird und da aufgelöst wird. Nee, im Laden, da war irgendwo. Haben wir die rechte Seite? Barbara, du kommst dann im Laden. Du hast über Balance gesprochen, die Beziehung. Der Vorteil war jetzt auch an einen Nein gerichtet. Buddha selber hat ja Richtung Spiritualität gegeben, seine Familie vernachlässigt, sein Vater vernachlässigt und diesen Weg gegangen.
Akt zu sehen. Also, wenn es nur durch Spiritualität geht und das andere. Du musst gucken, was unter dem Strich rauskommt. Ja? Das ist das Entscheidende. Jetzt sage ich mal ein bisschen was Überspitztes, wirklich überspitzt. Du gehst morgens aus dem Haus, gehst auf deinen Arbeitsplatz und kommst abends zurück. Ja? Und erstell mal, dass du das noch machst. So. In dieser Zeit vernachlässigst du deinen Sohn und deine Frau. Du kümmerst dich nicht drum. Und trotzdem hast du keine Bedenken. Ja? Warum? Weil du sagst, ich gehe arbeiten, um Geld zu verdienen. Abends bin ich wieder da und kann so das Ganze aufrechterhalten. Ja? Und so ist es ja praktisch oft, dass wir bestimmte Dinge für bestimmte Zeit zurückstellen, du sagst vernachlässigen, um das Ganze in Ordnung zu bringen. Stell dir mal vor, der Buddha ist nicht auf die Bank gegangen und ist abends heimgekommen, sondern der Buddha ist in die Hauslosigkeit gezogen, ist ein Erwachter geworden, ist zurückgekommen, sein Sohn ist ein Heiliger geworden, sein Vater ist ein Heiliger geworden, Mutter war schon gestorben, nicht? Die Familie, ein Großteil der Familie sind alles Heilige, Befreite geworden. Was ist da Vernachlässigung? Das hat wehgetan. Ja, das hat wehgetan. Als Siddhartha Gautama seine Familie verlassen. Aber er hat es ja nicht aus egoistischen Gründen gemacht. Was kümmert euch? Ja? Was kümmert, heißt das so ein Spruch im Christlichen? Was kümmert mich Weib? Was kümmert mich Kind? Lass sie betteln, wenn sie hungrig sind. Ja? Das war ja noch nicht die Motive, das war die Motivation. Für die Motivation war, ich will die Befreiung für mich und damit für alle Menschen potenziell finden. Ich will die Möglichkeit der Freiheit finden. Das hat er getan. Und deshalb die Vernachlässigung, die auch übrigens sehr relativ war, weil die Familie war versorgt, da gab es keine so Einzelfamilien wie heute, wenn der Mann geht, bleibt Kind und Frau allein zurück. Das war ja damals nicht, das war ja immer noch diese Großfamilie, wo also von daher nicht ein wirkliches Problem ist. Also von daher sage ich vom Ende her gesehen, wunderbar. Wenn der zu Hause geblieben wäre, ja, und der mit dem Kinderwagen nur durch die Gegend gelaufen, wäre das für einen Moment schöner gewesen. Ja, ja. Ich will Ihnen eine Story erzählen, weil die Familie natürlich auch am Anfang nicht wirklich begeistert war. Der Buddha kommt nach vielen Jahren wieder zurück als ein Buddha. Und seine frühere Frau sagt zu seinem Bub Rahula, da kommt ein Vater, geh hin und verlang dein Erbe von ihm. Und der Bub geht hin und sagt, du Papa, ich möchte mein Erbe. Er sagt, wunderbar, ich nehme dich als Novize in den Orden auf. Da seht ihr, worauf es wirklich ankommt. Dass es eine andere Dimension gibt, als nur die materielle Fürsorge, die wichtig ist. Aber viel wichtiger ist, dass man diesen Durchbruch auf der spirituellen Ebene schafft, wodurch alle anderen Probleme zu Problemchen werden und sich auflösen. Aber eigentlich hat sich ziemlich erübrigt, wenn es hier nur ein Bücher gibt und ich denke, stimmt auch, indem man die Enkelkinder durch den Krieg, die Geschehen, wie lange Geschehen dauern, im eigenen Bereich. Ja. Wo du sagst, kollektiv, wir sollten auch eine Sache im Auge haben, dass wir nicht sagen, die Betroffenen jetzt, sondern wenn es stimmt, was der Erwachte uns immer wieder erklärt, dass wir anfanglos, seit anfanglosen Zeiten unterwegs sind, haben auch wir alle dieses Opfer und Täter. Das steckt in uns allen drin. Das ist im Moment vielleicht nicht aktuell. Das ist uns im Moment vielleicht nicht bewusst, aber alle diese Erfahrungen sind in uns vorhanden. Und deshalb geht es darum, jetzt diese Himmelsgegenden zu befrieden, weil sonst diese Impulse positiv irgendwann auch in unserem Leben mal wieder virulent werden. Wir werden potenzielle Täter, weil all diese Triebkräfte, die die Täter zu Tätern machen, in uns nicht wirklich ausgemerzt. Sie sind nicht akut, sie sind nicht aktuell, aber sie sind in uns. Deshalb wäre es ein Fehler zu sagen, ja, die. Nochmal, das ist Spiegel. Zwischenmenschliche Beziehungen spiegeln immer nur zwei Seiten, zwei Pole. Die gehören immer zusammen. Dass wir das erleben, dass wir in einem Land leben,
dass wir in menschlichen Verhältnissen leben, wo diese Dinge vorkommen, zeigt, dass wir eine Affinität, wie auch immer, zu diesen Dingen haben. Sonst würden die nicht in unserem Erleben auftauchen. Bei diesen sechs Himmelsrichtungen dann abschalten und was Neues? Oder wenn ich mit zum Beispiel Freundekreis habe, muss ich überlegen, geh mir ja gut, dass du das nicht abschaffen, du versuchst es immer, wenn keine Wechselwirkung kommt. Aber dann Ruhe bewahren oder in schlechter Ehe bewahren oder Geld verdienen. Also wenn Ehe nicht funktioniert, dann muss man unter Umständen eine Ehe auch beenden. Ja? Aber das, was hier ausgesagt wird, ist doch immer der Hinweis, welchen Input ich in eine Sozialbeziehung hineingebe. Das heißt, wenn der Input in immer nicht funktioniert. Nein. Der ehrwürdige Jana Ponika hat einmal gesagt, die Veränderung der äußeren Welt, ja, ist abhängig von meinem veränderten Verhalten. Die äußere Welt verändert sich und mag es auch lange dauern. Ja? So, wir denken jetzt, die Situation im Büro ist scheußlich, mieses Arbeitsklima. Also entschließe ich mich, morgen das erste Mal die Tür aufzumachen und guten Morgen zu sagen. Das erste Mal. Und dann erwarten wir gleich, dass am nächsten Morgen alle dicke Freunde sind. Das kann nicht funktionieren. Ja? Wenn die Himmelsgegenden, so haben wir das ja hier bezeichnet, über Jahre hinweg vernachlässigt sind, eben nicht friedvoll gemacht worden sind, sondern Ärger und Stress aufgebaut worden ist, dann sind es feste Strukturen. Und dann kann man nicht erwarten, ich ändere mich heute oder ich habe eine neue Idee, also sind morgen die Strukturen anders. Das ist nicht der Fall. Sondern diese Strukturen werden sich so ändern, oder in dem Maße ändern, wie die Energie eine andere ist. Das kann man fast mathematisch, könnte man das fast in einer Gleichung aufzeigen. Wenn ich 10 Jahre im Scheusal bin, ja, als Kollege, und jetzt denke, es war ein Fehler, ab morgen bist du lieb, ja, dann nimmt das schon mal gar keiner wahr, ja, weil sie alle auch Bilder von mir haben, wie sie mich wahrnehmen, und ich muss mich schon anstrengen, dass sie überhaupt hören, dass ich guten Tag sage. Oder Bitte sagt, oder Danke sagt. Ja? Das ist ein bisschen überzogen, aber das soll zeigen, dass die Welt ist doch, ich sage das nochmal, die Welt ist ein Spiegel unseres eigenen Inneren. Und wenn das über die Jahre oder Jahrzehnte verfestigt ist, dann ist die äußere Welt auch verfestigt. Warum kommt uns das alles denn so stabil hier vor, materiell? Weil unser Denken über Leben hinweg, über viele Leben hinweg in diese Richtung gegangen ist. Unser Leben hat die Dinge so verfestigt, dass sie uns jetzt so grob und materiell erscheinen. Das kann man sich schwer vorstellen. Der Erwachte sagt, wenn man mal jetzt das menschliche Leben beiseite tut und in eine andere Dimension von Leben hineingeht, wo andere Lebewesen sind, also sagt er, gibt es Lebewesen, deren Gedanken sich unmittelbar körperlich zeigen. Also wenn ich jetzt ärgerlich bin, ich kann lächeln und kann mich ärgern, siehst du nichts. Ja? Aber in diesen Erlebensbereichen drückt sich Ärger unmittelbar physisch aus. Ich weiß nicht wie, du kriegst einen roten Kopf oder das Gesicht verzerrt sich oder was. Ich habe das nicht so erlebt, du kannst nicht sagen. Aber da ist die Beziehung zwischen außen und innen ist unmittelbar, spontan, momentan Veränderungen treten. Aber bei uns sind die Dinge alle sehr starr, sehr fest, sehr befestigt über viele Jahre, Jahrzehnte und viele Leben hinweg. Und dann wundert man sich, dass man die Welt nicht von heute auf morgen verändern kann. Schwer zu verstehen, weil das unserem westlichen Denken so widerspricht, ja. Sorry. Die Veränderung beginnt hier im Geist, der sagt, es geht nicht nach links, sondern nach rechts. Dann ist die Veränderung hier im Herzen, das heißt, unser Wollen, unsere Motivation richtet sich nach den besseren Einsichten.
aus dieser Motivation kommt verändertes Tun, verändertes Handeln. Und aus verändertem Handeln, Verhalten, kommen mit der Zeit veränderte Verhältnisse. Das ist die Reihenfolge. Geist, Herz, Handeln, Erleben. Das hat eine Gesetzmäßigkeit. Und bei uns ist es sehr zäh, sehr, sehr fest. Wir sind in einer tieferen, vor allem hier. Ja, da sind die Gewöhnungen doch so stark. Unser Geist kann nach einem Vortrag, nach einem Buch anders werden. Mensch, das habe ich ja noch nie so gesehen. Tatsächlich, so muss es sein. Und trotzdem ist unser Herz, unsere Gewöhnung, unser Charakter so fest, ja, dass es Jahre braucht, bis wir eine kleine Verhaltensänderung hinkriegen. Geschweige denn, dass sich sofort die Umwelt verändert. Das ist nochmal eine Norbert? So, ich hatte eben noch einen Namen, vielleicht weil wir das verwechseln, was wir mit dir haben oder was gehört haben, mit dem, dass das wirklich verändert. Das meine ich. Dass wir so ein Wissen, dass es einfach stehen bleibt oder nur ein Wissen ist oder eine intellektuelle Sicht auf irgendwie, die mit uns als Menschen gar nichts zu tun hat. Das ist ein Schritt von Weg läuft, verhalte ich mich die Vorurteile an schon. Ja, ja. Ja. Außer kurz vielleicht danach, aber es hat dann bestimmt so. Genau so ist es. Und erfordert mehr als ein Wissen oder etwas Gute. Das ist genau richtig. Es gibt einen schönen Dreischritt, den kann man sich merken. Kennen, mögen, können. Wir glauben, wenn man etwas kennt, weiß, kann man es schon. Das ist nicht der Fall. Es fängt damit an, dass wir etwas Neues kennenlernen. Das ist der Eintrag in unseren Geist. Aha, so ist es. Und vieles Neues ist erstmal befremdlich. Das heißt, wir müssen uns an den neuen Gedanken gewöhnen. Wir müssen ihn auch mögen. Wir müssen uns sozusagen identifizieren mit dem Neuen. Vom Geist ins Herz. Und wenn er etwas mag, wenn man nah dran ist an einer Sache, emotional identifiziert mit was, dann kommt erst das, sozusagen das Umsetzen in Handeln. Und aus dem Handeln, aus dem langen Handeln, aus dem gewohnheitsmäßigen, wiederholten Handeln verändern sich äußere Regeln. So ist der Schritt. Und nochmal, das ist zäh. Bei uns im Menschentum ist das zäh. So wie Materie zäh ist. So zäh ist unser Charakter, angewöhnt und eingeübt über lange Jahrzehnte. Und wir denken, jetzt habe ich die Idee, jetzt weiß ich es und glauben, morgen werden wir andere Menschen. Okay, eine dringende Frage noch, sonst wird die Kurve kriegen. Noch was Lebensnotwendiges? Nicht mehr. Das nächste Mal machen wir wieder was Abstraktes, wieder was Tiefgründiges, damit wir nicht so mit unserem Alltag konfrontieren. Dann wünsche ich euch einen guten Nachhauseweg.